Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute die perfekte Sommersuppe und zwar machen wir eine ganz einfache Tomatensuppe. Viel Spaß! Ja, dafür brauchen wir Tomaten. Ich habe hier jetzt große und kleine. Die großen waren für die Suppe und die kleinen waren mehr so zur Dekoration dann später für die Suppe. Dann brauchen wir noch einen Knoblauch und zwar habe ich hier einen Solo-Knoblauch. Ihr könnt aber auch zwei Knoblauchzehen nehmen, Basilikum, eine Zwiebel. Dann habe ich hier Chili und Arrabbiata-Gewürz, Zucker, Salz, Pfeffer, etwas Tomatenmark, Öl, Sahne und Wasser. Dieses Wasser dient übrigens jetzt nur zur Anschauung der Zutaten und Lauchzwiebeln noch. Ihr seht dann warum. Als allererstes müssen wir die Tomaten herrichten. Und zwar, was heißt herrichten? Zubereiten. Die Tomaten müssen gehäutet werden. Und das geht nicht so einfach. Also man muss sie in heißes Wasser legen und dazu schneidet ihr oben einfach nur ein Kreuz hinein, legt sie in einen Topf und dann gebt ihr kochend heißes Wasser darüber. Am besten ihr kocht es im Wasserkocher auf. Dann einfach drüber schütten und zwar so, dass die Tomaten komplett bedeckt sind und da darf es ja jetzt dann so gute 5 bis 10 Minuten ziehen. Das langt vollkommen. Ja, in der Zeit, wo meine Tomaten ziehen, schneide ich die Zwiebel, die müssen wir natürlich vorher schälen und in Würfel schneiden. Ich hatte hier jetzt eine mittelgroße Zwiebel, falls es jemanden interessiert. Dann beim Knoblauch dasselbe, Solo-Knoblauch schälen und klein hacken. Bei der Knoblauchzehe das gleiche. Wer mag, kann aber auch pressen. Also ihr müsst ihn nicht in Würfel schneiden, sondern ihr könnt ihn auch pressen, wenn ihr wollt. Dann noch die Lauchzwiebeln waschen und sehr dünn schneiden. Hebt bitte eine davon auf, die braucht ihr dann für die Deko. So sah das Ganze aus. Und jetzt kann ich meine Tomaten häuten oder schälen. Nee, häuten. Das ist häuten. Und zwar ganz einfach oben in die Ritze, wo wir das Kreuz hinein geritzt haben, einfach die Haut abziehen. Und ihr seht, das funktioniert wunderbar. Also das ging richtig toll. Ja, und das wird dann mit den ganzen Tomaten gemacht. Also ich hatte hier jetzt 5 Stück. Übrigens, das Rezept, das langt für 2 Personen. Also wenn ihr mehr braucht, müsst ihr die doppelte Menge nehmen. So sah das Ganze aus. Hier ist das Wasser jetzt, was wir offiziell brauchen. Das ist das Tomatenwasser, das nehmen wir dann für die Suppe. Ja, jetzt geht es weiter mit den Tomaten. Da muss ich jetzt den Strunk noch entfernen. Ich mache das immer so. Ich halbiere sie und schneide dann so ein Dreieck hinein und nehme das dann weg. Also ich finde es so am einfachsten. Aber ich glaube, da hat auch jeder so seine eigene Methode. Das ebenfalls mit den ganzen Tomaten machen. Dann werden die Tomaten noch grob klein geschnitten. Ich habe sie jetzt ja, grob gewürfelt. Die müssen nicht klein geschnitten werden, denn die werden später sowieso püriert. Aber ein bisschen klein schneiden muss man schon. So sah das Ganze aus, inklusive Saft. Ja, und dann geht es auch schon los ans Kochen. Ich habe jetzt hier einen Topf mit etwas Olivenöl. Da gebe ich als allererstes den Knoblauch und die Zwiebel hinein. Die werden da kurz angebraten und dann kommen auch schon meine Frühlingszwiebeln dazu. Das ebenfalls so 1 bis 2 Minuten anbraten lassen. Dann noch den Zucker dazu. Das war übrigens Rohrzucker. Das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Ihr müsst Rohrzucker nehmen, also braunen Zucker. Das kurz karamellisieren lassen. Und eventuell noch etwas Öl dazu geben. Das musste ich jetzt machen. Es war doch ein bisschen zu wenig. Dann kommt das Tomatenmark mit dazu. Das Ganze darf jetzt anschwitzen. So soll es ausschauen. Perfekt. Und das hat so gut geduftet. Jetzt kommen auch noch die Tomaten mit hinein. Und das Ganze lassen wir jetzt so ein bisschen einköcheln. Jetzt kommt das Tomatenwasser. Also wirklich nicht wegschütten, denn da ist auch so ein bisschen kleines bisschen Tomatengeschmack mit drin. Und das kann man wunderbar dafür verwenden. Ich denke mal, das waren jetzt so 500 Milliliter. Aber das müsst ihr selber einschätzen. Also wie viel ihr wollt. Ja, dann lassen wir das kurz aufkochen und dann wird gewürzt mit Salz und Pfeffer. Dann habe ich hier mein Arrabbiata-Gewürz und mein Chili. Ihr seht, ich habe doch nicht alles hineingegeben. Wer es nicht scharf mag, lasst das komplett weg. Also das ist für mich nur so ein kleiner Geschmacksverstärker. Und da, wenn wirklich ein bisschen zu viel reinkommt, dann wird die extrem scharf. Also wer es nicht mag, weglassen und ansonsten vorsichtig würzen damit.
Ja, die darf jetzt mit Deckel drauf 20 Minuten leicht köcheln. In der Zwischenzeit mache ich mir Croutons und zwar aus einem alten Baguette. Das hatte ich vom Vortag. Ja, wenn man es frisch kauft, ist es knackig. Am nächsten Tag ist es weich. Aber das macht überhaupt nichts. Die werden jetzt einfach in Scheiben geschnitten und dann gewürfelt. Ihr könnt übrigens auch Toastbrot nehmen, Ciabatta, aber ich hatte jetzt halt ein Baguette da. Ja, und hier habe ich jetzt eine kleine Pfanne mit, immer mit Butter an. Und da habe ich eine Knoblauchzehe drin, die ein bisschen andrücken, sodass die Aromen auch rauskommen. Und da wird dann das Brot da drin oder das Baguette da drin geröstet. Buttermäßig war es so ein guter Esslöffel, würde ich sagen. Man kann aber auch noch ein bisschen nachgeben. Und wenn dann die Butter komplett aufgesaugt worden ist vom Brot, dann anrösten lassen. Und so sah das Ganze aus. Das kommt nochmal kurz zur Seite. Jetzt geht es auch wieder an meine Suppe. Da kommt jetzt der Endspurt und zwar gebe ich da die Sahne mit hinein und Basilikumblätter. Die hatte ich jetzt aus meinem Mini-Garten. Man kann es auch kaufen. Getrocknet würde ich nicht nehmen, da kommt einfach der Geschmack nicht so rüber. Das gebe ich jetzt einfach da hinein, Herdplatte ausschalten und dann das Ganze pürieren. Ich hatte hier jetzt einen Pürierstab. Wer einen Mixer hat, kann sie in den Mixer geben. Ich hätte einen, aber mir war das jetzt wirklich ein bisschen zu viel Arbeit. Warum soll man so ein dickes Gerät herholen, wenn es eigentlich mit einem Pürierstab oder Zauberstab, wie man früher nannte, auch geht? Also ordentlich durchberühren. Dann abschmecken. Also meine war genau richtig von der Konsistenz her. Cremig, leicht bröckelig, würde ich jetzt mal sagen. Und mega lecker. Also ich musste die gar nicht nachwürzen. Das hat optimal gepasst. Passiert mir auch nicht immer. Ja, und dann kann man die Suppe servieren. Kann man natürlich auch noch schöne Deko drauf geben, wie ich habe jetzt hier zum Beispiel diese kleinen Tomaten, die waren aus meinem Garten, was heißt, ich habe keinen Garten, von meinem Tomatenstrauch. Einfach waschen, halbieren, ein paar Stückchen mit hineingeben, damit das alles ein bisschen fleischiger wird und knackiger. Und dann kommen noch die Croutons dazu. Ich hätte am liebsten alle reingeschmissen, aber das geht ja nicht. Das schaut fürs Foto ein bisschen doof aus. Dann habe ich noch ein bisschen Frühlingszwiebeln aufgehoben, die dann ebenfalls sehr fein geschnitten und darüber gegeben. Dann habe ich es noch ein kleines bisschen geschärft und zum Schluss noch ein Klecks Sahne darauf. Also einfach ein bisschen was auf einen Löffel geben und dann einfach ringsherum kreisen. Ja, also ich kann es euch versprechen, das war die fruchtigste Tomatensuppe, die ich je gemacht habe. Das kommt auch immer ganz auf die Tomaten drauf an, was sie für eine Reife haben. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!